Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ah, ist das schön. So schön mitten in der Nacht mal eben das Inventar geleert. Lydia am Bewundern mit ihrer wundervollen Ebenerzrüstung. Und ja, wir laufen immer noch mit unserer Vulkanglasrüstung rum. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Mach dir bitte keine Sorgen. Du wirst das gar nicht mitbekommen. Ja, also. Ein Blick auf die Karte geworfen ist ja jetzt leider eine neue Session, muss ich ja dazu sagen. Haben wir uns ja das letzte Mal hier unten in, lass mich nicht lügen, in Riften umgeguckt, ne? War es nicht so? Ja. Wir haben uns hier unten in Riften umgeguckt und haben hier natürlich das ein oder andere mitgenommen. Ich sehe es gerade. Ja, sehr schön. Genau, die Rotwassergrotte war das letzte, was wir entdeckt hatten. Und da war ja dann auch unser Inventar voll. Wir könnten eben uns das Kopfgeld holen, ne? Lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Dafür müssen wir natürlich einmal in die Festung Nebelschleier. Fangen wir erstmal damit an. Die meisten Hunde Himmelsrand sind, ja gut, ihnen des Herren treue Gefährten. Hunde haben wir schon gesehen. Oh, sieht das hier aus. Es ist so wunderschön. Ne? Es ist so fantastisch. Jedes Mal auf ein neues. Und ja, werden uns dann mal, ich denke mal, ein wenig weiter ausriften. Oh Gott, hier ist ja gar keiner. Wo seid ihr denn? Na, die sind wahrscheinlich am Schlafen. Ne? Ich glaube, eine Stunde reicht. Aha, wer sagt es denn? Dann kommen sie alle. War anscheinend zu früh morgens. Also, aber wo ist denn deine Beraterin? Layla, wo ist denn deine nette Beraterin? Die müsste doch irgendwo kommen. Nee, das sind die Söhne. Ist euch eigentlich klar, wie störungsanfällig das Experiment war, das ihr unterbrochen habt, indem ihr nach mir schicken ließet? Womöglich muss ich die Zutaten wegwerfen und neu anfangen. Wie könnt ihr... Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel. Als Vogt von Riften kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Aber bitte, sprecht frei heraus. Unabhängig davon, Anuriel, dass du gerade diese interessante Diskussion zwischen dem Jarl und des Magiers oder Alchemisten unterbrochen hast, haben wir die Banditenanführer oder zumindest den Banditenanführer getötet. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Septime. Anuriel, ich werde nie wieder... Nee. Ihr seid in Riften willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Also 100 Septime, das ist eine Frechheit, finde ich. Ne? Ich glaube, wir müssen erst raus, oder? Ja, wir müssten, glaube ich, erst raus, bis wir weiter schnell reisen können. Also 100 Septime, nee. Nee, da bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht. Aber gut, wir haben die Aufgabe abgeschlossen, das ist das, was zählt. Ich möchte gerne mit euch mal ein wenig aus Riften herauskommen. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Ortschaften, die wir entdecken können. Wie den Schattenstein. Aber ich würde gerne mit euch wieder ein wenig hoch oder ein wenig... Ne, ich weiß ja nicht. Wir haben halt noch so viel zu tun. Dämmerstern war mir eigentlich am liebsten. Ich meine, irgendwo müssen wir anfangen. Wir werden jetzt erstmal zur Festung Düsterhammer reisen. Oder direkt, nee, wir werden direkt nach Dämmerstern reisen. So ist es. So, irgendwo müssen wir anfangen. Ich war am Überlegen, ob wir nach Einsamkeit mal gehen. Oder nach Marakat. Oder ich weiß nicht, wohin, in irgendeine schöne Stadt. Mal was Neues sehen. Weil, ja, Schnee, wie schön. Ach, die Katschits sind auch hier gerade aktuell. Hi. Ihr könnt ihr viele schöne Dinge finden, Freund. Ja, das ist sehr gut, denn ich wollte mich doch ein wenig mit euch umgucken. Hallo. Bringt euer Geld, aber bringt keinen Ärger. Nein, nein, aber... Banditen belästigen die Karawanen mit jedem Schritt, aber Khajiit vertreiben sie normalerweise. Ihr habt Ärger mit Banditen? Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger.
Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat erinnert. Ja klar, das holen wir zurück. Natürlich, wo sind sie, die Halunken? Das ist ein freundliches Angebot. Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind, die hier ihr Hauptquartier hat. Seid vorsichtig. Ich vermisse zwar mein Amulett, aber ein Leben lässt sich nicht so leicht ersetzen. Oh, Kajo, du bist so zum Kuscheln. Ja, mit welchen Bedrohungen muss die Karawane fertig werden? Ihr bewacht die Karawane, okay. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. So viele wollen nicht mit uns sprechen. Sehen, werft deinen Blick darauf. Ah, die Khajiit tun mir halt schon ein wenig leid. Ne? Wir wollen mal eben gucken, was wir hier finden. Eine eben Streitachse des Sammelns, absorbiert 20 Punkte Ausdauer, ist natürlich cool. Magieresistenz um 17%, ist super. Wirksamkeit der Tränke. Waffen und Rüstungen können um 20% verbessert werden. Sowas haben wir aber schon. Ja, sowas haben wir schon. Irgendwelche tollen Tränke. Oh, so viele Gifttränke. Ihr seid richtige Giftmischer, ne, ihr Khajiit. Gewöhnlicher Seelenstein. Kleine Seelensteine. Und winziger Seelenstein? Ja, würde ich sagen, ne? Nehmen wir mit. Dietriche müssten wir eigentlich genug haben. Und das Gold glänzt ja bei uns. Okay. Ich hoffe, er kommt wieder, um mit uns zu handeln. Immer wieder, ihr süßen... Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Immer wieder gerne. Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Ich liebe sie, ne? Ich liebe sie. Ach, was hab ich die Kälte vermisst, ne? Gerade als so Nord, ne? Was haben wir die Kälte vermisst, Mensch? Einfach so schön. Oh, so, jetzt geht's nach Dämmerstein. Nicht Stein, Stern, ne? Stern. Es ist der Stern. Der Dämmerstern. Wir waren auf dem kurzen Weg ja hier und haben ja damals ein paar Sachen mitgenommen. Warum waren wir denn eigentlich nochmal hier? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß aber, wir haben ein paar Missionen auch hier. Wie unter anderem das Museum. Daran kann ich mich noch erinnern. Oh, wen haben wir hier? Hallo? Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Nee. Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Ja, dann wende dich doch mal an den Schmied. Kotlak Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Ja. Denn gibt es einen besseren Ort als Sovngarde? Höchstwahrscheinlich nicht. Zumindest nicht für einen wahren Nord. Hallo, Lond. Was würde ich nicht dafür geben, mich bald etwas ausruhen zu können? Wie, warum? Was ist denn los? Wir haben eine Schmiede hier. Was ist los? Ich habe nicht viel geschlafen. Oh, Entschuldigung. Wer herrscht denn über Dämmerstern? Skalte Ältere. Er ist Herrscher von Dämmerstern, seit er ein Junge war. Und von seiner Einstellung her ist er immer noch dieses Balk. Oh. Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen das Kaiserreich gewendet. Jetzt sind wir alle Teil seiner Rebellion. Okay, das gefällt anscheinend nicht den meisten Bewohnern. Ich suche nach Arbeit. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Wie, ihr habt zwei Minen hier? Ja, das ist auch ich noch eine Wache. Arbeite in der Schmelzhütte. Wesentlich mehr gibt es nicht zu sagen. Oh, das sieht so toll aus, ne? Wen haben wir denn hier? Was ist los? Drachen? Ne, ich will's nicht hoffen. Hallo, Kapitän Wegfinder. Jeder denkt, ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein. Aber ich werde ihnen zeigen, dass sie sich irren. Ihr seid also der Schiffskapitän? Durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Aber woran liegt's? Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Mhm. Und was ist mit den Salzen geschehen? Seeleute, was sonst?
Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Ja, weiß ich nicht. Finde fein gemahlene Salze der Leere für Wegfinder. Na gut, das ist hier deine Crew. Hallo. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, auf dem Wasser zu verbringen. Dort gehöre ich hin. Ja, ein Eisenmann, ne? Und ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen entgegen, aber ich brauche das Gold. Ja, jeder muss halt gucken, wie er überlebt, ne? Ach, das ist halt fantastisch, ne? Das sieht so schön aus. Da drüben haben wir auch jemanden und da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Da ist anscheinend das besondere Häuselein. Vielleicht sogar schon das Museum. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in die Mine gehen. Ich denke nicht. Wir werden uns auf jeden Fall mit dem Jarl unterhalten. Oh, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier hinten für ein Schiffelein? Oh. So viel Waren, ne? Das sieht gut aus. Boah, Wahnsinn. Ich liebe ja diese Schiffe. Die sehen einfach richtig schön aus. Man darf hier unten rein in den Laderaum. Wessen Schiff ist das denn ja? Hallo? Ja? Ja, darf man sich hier ein bisschen umgucken? Wem gehört denn der Kahn hier? Der sieht ja mal immens aus. Ja? Kapitänskajüte. Ich hoffe, es ist kein Problem, wenn wir uns ein bisschen umgucken. Eine Kapitän... Ah, hier, hallo. Hallo, Rolvar. Ich warte. Auf was? Ich warte. Auf was? Raus damit. Okay, wir haben eine wundervolle Kapitänskajüte. Wow, ist das hier ein Piratenschiff oder was ist das hier? Lydia. Ich gebe euch Deckung. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also hier müssen wir uns vielleicht mal abends umgucken, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Meine ja, Banditenfreunde bitte. Da draußen. Ach, wie schön. Was ist das da hinten? Das sehen wir gar nicht von hier. Das sieht aber schick aus. Oh, das ist so unglaublich genial. Schön, gut, dann, ja, hier hatten wir jetzt alles. Ich glaube, hier an dem Häuslein waren wir jetzt noch nicht. Wer wohnt hier? Frukis Haus. Wer ist denn Frukis? Vielleicht einer der Minenarbeiter in der Mine? Müssen wir da jetzt doch rein? Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande... Ich habe nachgedacht. Vielleicht sollten wir nach Hammerfell ziehen, wenn unser Kind geboren ist. Hammerfell? Dagegen hätte ich nichts. Aber warum? Ein Kind inmitten eures Krieges großzuziehen, das bereitet mir Sorgen. Mein Krieg? Es ist nicht mein Krieg, Seren. Ich meinte natürlich den Krieg der Nord, eures Volkes. Was für ein Leben würden wir unserem Kind bieten, wenn wir hier blieben? Nun, lasst mich darüber nachdenken. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Aber ich bin hier gerade am Lauschen. Wer ist denn hier? Ein Schmied? Bei den Göttern, ich bin so müde. Hallo, Seren. Ich helfe meinem Gatten Rustleif, die Schmiede zu führen. Ja. Wenn es um Stahl geht, ist er ein wahrer Künstler. Okay, was könnt ihr mir denn über Dämmerstern erzählen? Nicht viel. Nach meiner Heirat kam ich vor einigen Jahren aus Hammerfell hierher. Das Land ist zwar wunderschön, aber ich vertrage die Kälte nicht. Ich weiß nicht, wie Rustleif das aushält. Der ist halt ein Mann. Ihr seid aus Hammerfell? So ist es. Die Heimat der Rotwardonen. Ja. Das Land des Sandes und der Meere. Schön. Ich hoffe, ich kann Rustleif eines Tages überzeugen, mit mir dorthin zurückzukehren. Bis dahin reicht es mir aber, mit ihm die Schmiede in Dämmerstern zu führen. Interessant. Was habt ihr denn so anzubieten? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Okay, können wir natürlich mal reingucken, oder? Vielleicht ist hier was Tolles dabei. Ebenen, Streitaxt, Bögen. Ach du meine Güte. 30 Punkte Magikerschaden. Ah, das sind schon ein paar schöne Schmuckstücke hier, ne? Bögen bewirken 25% höheren Schaden. Das ist nicht schlecht. 17% Magie. Ja, Blitzresistenz, beidhändige Angriffe und natürlich ganz viele Materialien. Wir kennen jetzt schon ein paar Schmiede, ne? Gletscherkristallerz. Das kennen wir noch nicht, aber das ist auch teuer, ne? 504 für einen Barren. Boah.
Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Ja, natürlich. Ich arbeite mit Stahl, hauptsächlich Waffen. Niemand in Dämmerstern scheint nachts ruhig schlafen zu können. Ihr kauft am besten euren Stahl und zieht dann weiter, Fremdling. Okay, arbeitet ihr für die Schiffe? Ja, ich habe an dem einen oder anderen Anlegeplatz gearbeitet. Die meisten Schiffskapitäne sind aber sehr abergläubisch und lassen nicht jeden an ihr Schiff ran. Und Dämmerstern ist für sein notorisches Pech bekannt. Wir sind der letzte Anlaufhafen vor Windhelm und der Erzhandel macht uns zu einem prächtigen Ziel für Piraten. Hm. Okay, ihr leitet die Schmiede, ja? Ja, zusammen mit meiner Frau Seren. Wie wir erfahren haben, erwartet sie ein Kind. Trotzdem steht sie noch jeden Tag in der Schmiede. Unser Sohn oder unsere Tochter wird hier in Himmelsrand nur wenig über die Kultur der Rotwardonen erfahren. Ich weiß, dass meine Frau darüber besorgt ist, wie sie ihre Traditionen weitergeben kann. Ja. Wenn ihr auf euren Reisen ein Buch namens Nacht über Sentinel findet, könntet ihr es mir bringen? Das ist eine Geschichte vom Volk meiner Frau. Es wäre schön, so etwas zu haben. Oh, das ist ja natürlich... Ja, klar, wenn wir was sehen, bringen wir es euch mit. Die Nacht über Sentinel? Gut für euch. Okay, was bietest du denn an? Die besten Waffen und Rüstungen. Oder teilst du dir das auch mit deiner Frau? Ja, die teilen sich das Inventar, ne? Das ist wie in Weißlauf. Wir finden hier dieselben Sachen, die auch sie anbietet und die haben auch denselben Goldpool. Okay. Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Ja, natürlich. Schön, dass wir hier auch eine Schmiede finden. Das ist sehr nett, ne? Eine Rotwardonin. Ach, hallo! Wen haben wir denn hier? Ich bin zwar nicht in Himmelsrand geboren, aber als ich in der Armee diente, wurde dieses Land zu meiner Heimat. Brinna! Ihr besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Gemüter kochen hoch. Ist dem so? Habe ich euch mit jemandem streiten gesehen? Skald unterstützt Ulfriks Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. Ah, sie ist jemand, die fürs Kaiserreich steht, ne? Und der Jarl ist ja höchstwahrscheinlich für Ulfric. Ich möchte was trinken oder Arbeit finden. Ihr wollt euren Kummer im Met ertränken? Das machen Hilfe? Viele in diesen Tagen. Ich empfehle die Taverne zum Windigen Gipfel. Was Arbeit angeht, könntet ihr darauf bauen, Skalde in guter Laune zu erwischen. Aber an eurer Stelle würde ich es bei den Minen am anderen Ende der Stadt probieren. Okay, vielen Dank. Passt auf euch auf. Ja. Es ist meine Pflicht, Brina Merilis zu bewachen. Ja. Behaltet eure Hände bei euch, wenn der Legat in der Nähe ist. Wenn der Legat in der Nähe ist? Legat? Wer hat das denn übersetzt? Was war denn hier Hilfe? Was ist denn hier los? Warum Hilfe? Irgendwas Schlimmes passiert? Ah. Ich bin schon mein ganzes Leben lang in der Armee. Ich diene gerne. Hier haben wir vom Schmied das Hauhäuslein. So, wo müssen wir denn hin? Da oben ist noch etwas. Hier ist etwas. Oh, fangen wir mal unten an, oder? Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silos. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Das ist Vergangenheit. Tote Schwüre auf toten Lippen. Lasst es dabei bewenden. Das Museum wird eröffnet, Madena. Hm. Hallo, Madena. Ich bitte euch, besucht nicht Silos Museum. Warum sollten wir das denn nicht tun? Wer ist denn Silos und was ist das für ein Museum? Silos stammt aus einer der ältesten Familien in Dämmerstern, die eine komplizierte Vergangenheit aufzuweisen hat. Mehrere seiner Vorfahren gehörten zur mystischen Morgenröte, dem Kult, der fast Tamriel zerstörte. Die Beteiligung seiner Familie kam erst weit nach der Krise ans Tageslicht, aber ihr Ruf war zerstört. Sie wurden zu Ausgestoßenen. Jetzt ist Silos zurück und mit diesem Museum der mystischen Morgenröte versucht er, die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Das ist falsch. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Die mystische Morgenröte, wer ist das? Wie ich sehe, seid ihr nicht in Geschichte bewandert. Ja. Aber das ist auch gut so. Diese Gruppe sollte man vergessen. Sie zerstörten fast die Welt und wurden aufgehalten. Vor langer Zeit. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ah, ich glaube, es gab irgendwie ein Buch darüber, ne? Die Morgenröte, ja, der Kult, ne? Dieses Museum ist ein Fehler. Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hallo.
Und hier kommt der erste Besucher. Der erste? Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Ja. Worum ging es denn in dem Streit? Das ist egal. Madena ist eine gute Frau, aber ich habe meine Gründe, dieses Museum zu eröffnen. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Okay. Ich habe eine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Kaiserreich gestürzt hat. Ihre geschichtliche Bedeutung darf nicht in Vergessenheit geraten. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Natürlich. Wie kann das denn auch anders sein, ne? Ja, klingt gut. Natürlich, ja. Reden wir drinnen weiter. Reden wir drinnen weiter. Ihr hättet nie hinkommen sollen. Was ist denn jetzt los? Wo? Ein Schutzgeist? Was ist das? Wie der Biss eines Flohs. Genug. Was war denn bitte das? Was ist denn los? Lydia? Upsala? Hammerfell. Dagegen hätte ich nichts. Aber warum? Nun gut, meine werten Ladies and Gentlemen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gerade passiert ist, aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.